Hallo, was machen Sie hier? Ich übersetze Menschen ihre eigene Seele. Die aufgewachten Menschen können ja ihre eigene Seele selber übersetzen, indem sie auf ihre Intuition achten, auf ihr Bauchgefühl hören, auf ihre inneren Bilder achten, auf ihre innere Stimme. Und manchmal ist man sich damit unsicher, weil man ja so viele Sachen gelernt hat, die manchmal mit der Vernunft zu tun haben und manchmal auch nur mit Glaubenssätzen. Und wenn manchmal jemand noch eine Frage hat und sich ein bisschen unsicher ist, dann stellt er diese Frage in meinem Beisein, zieht ein paar Karten und ich übersetze ihm nochmal, was in diesen Karten steht. Und im Idealfall erhält dieser Mensch dann eine Bestätigung dessen, was er intuitiv auch schon wusste. Wie lange machen Sie denn das schon? Seit ungefähr 20 Jahren. Machen Sie das so hauptberuflich, oder? Mehr oder weniger, ja. Ja, mein Name ist Hartmut Machts, ich bin Herr Lore der Salzburger Brüderschaft im Tale zur Halle und in meiner Freizeit praktisch der Präsident des Vereins Alte Salzstraße Halle Prag e.V. Und uns gibt es seit 2010 und wir sind heute mal hier in Wettin, sagen wir mal so, und sonst sind wir von Halle bis Prag bei allen Volksfesten meistens mit dabei und haben einen kleinen Siedelkot mitgebracht und zeigen den Menschen dort auf der ganzen Salzstraße, wie Salz, wie aus Sohle Salz gewonnen wird. Das ist eine unserer Bildungsaufgaben. Wir sind Wettiner, viel Mittelaltermärkte, ob es hier in Wettin ist, zur Burg natürlich klar, als Wettiner muss man und ansonsten kennen wir das Metier wie jedes Jahr. Also wunderbar, ein Mittelaltermarkt nach Maß, so wie es sein muss, schön, klein, aber fein. Das Highlight, ein Highlight hast du immer, Mittelaltermärkte sind immer ein Highlight. Ob es jetzt der Wettiner Markt ist oder ein anderer, ich nenne jetzt keine Namen. Es ist immer ein Highlight. Es ist Geschichte, ein Stück Geschichte, was man mitträgt und was ganz wichtig ist, gerade in der Zeit. Das Holzhandwerk ist eine feine Sache, Metallarbeit sowieso. Also, ja, wie sagt man so schön, Hammer und Stein bauen ein Haus. Ja, so. Der Kupferschmied. Es ist ein weiches und sehr freundliches Material, mit dem vor allen Dingen Kinder sehr, sehr gerne arbeiten. Und in der jetzigen Zeit, gerade mit Recycling, Upcycling, Nachhaltigkeit, renne ich da offene Türen ein, wenn ich mit den Workshops mache. Und da geht es um Schmuckherstellung aus Kupferresten, aus Kabelresten. Und die freuen sich richtig, wenn sie sowas bearbeiten dürfen.
Wir finden die Atmosphäre immer wieder schön. Jetzt beim dritten Burgfest ist immer wieder schön. Viele Familien haben wir hier. Auch die Familien bleiben auch lange da, den ganzen Tag über. Das ist für uns als Veranstalter schön. Wir haben dieses Jahr als Musikgruppe die Gruppe Rabenzauber. Dann haben wir die ortsansässige Engelstrompete hier aus Wettin. Dann als kämpfendes Volk haben wir den Thüringer Ritterorden, auch schon jahrelang mit beteiligt am Burgfest. Wir haben noch mit dabei die Wettiner Löwen, eine frisch gegründete Formation, die sich halt die Geschichte der Stadt Wettin zu Herzen genommen hat und gesagt hat, das Adelsgeschlecht Wettin hat ein bisschen Vertretung verdient und deswegen haben sie sich auch den Namen damals so gewählt. Für uns als Tradition wichtig ist halt wirklich, dass, wie erwähnt, die Kinder ihren Spaß haben, immer Attraktionen für Kinder da sind. Wir haben viele Händler, die uns seit dem ersten Jahr den Rücken stärken, uns immer wieder unterstützen, auch im ersten Jahr, als noch das alles in der Schwebe war, schon die Treue gehalten haben. Und das ist schön, dass die Händler auch jedes Jahr wiederkommen. Also, wie gesagt, der Kultur und Geschichte zum Anfassen e.V. ist ja der Verein, der das Ganze hier organisiert hat, seit 3 Jahren. Und wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Besucherzahl, die wir jetzt haben und freuen uns immer wieder über die vielen lächelnden Gesichter der Familien, die hier auf dem Platz sind.